kann ich nicht sagen. Sondern der Mond steht hell, ne? Ja, also seid gegrüßt, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Freut mich natürlich auch. Und auch natürlich die schönen Einträge, die ich bekommen habe, die auch wirklich förderlich sind. Und manchmal gebe ich schon eine Antwort. Zum Beispiel das mit dieser wahren Verkuppelungsquest da oder wahren Verblödungsgeschichte. Nein, das hat sich alles wieder hingebogen. Ja, ich war ja bei Tamara in der letzten Folge und sie hat gesagt, so von wegen, ja, Render, Popender. Sie hat ja gesagt, dass sie mir helfen kann, um den Spike als erstes mal anzusprechen bei der Sklavenrettung. Und da wollen wir natürlich auch ganz gerne mal die Sklaven aus ihrer Gefangenschaft in die Freiheit führen. Das wäre also, sollte ich als erstes, haben wir in der letzten Folge im Logbuch gesehen, als erstes mal Spikey ansprechen. Mal gucken, wo, in welche Richtung müsste ich. Ja, genau, richtig. Das ging ja hier. Also hier ging es ja Richtung Aose. Oase. Ja, manchmal mache ich sowas absichtlich, ich weiß. Ein bisschen so Wortverulkung. Bin auch so ein Freund von Doppeldeutigkeit. Und wenn ich jetzt mir wieder zur Orientierung auf meine Karte gucke, ich bin wieder in der falschen Richtung. Dankeschön, dann werde ich zum anderen Tor gehen. So, da werden wir hier bei der richtigen Richtung. Dann geht's geradeaus. Und zwar hier, genau, in Richtung Oase, in Richtung Sklavengebiet oder Sklavenhaltergebiet. Und die Sklavenhunde, die sind ja schon längst von mir erledigt. Da hat auch Dufon. Alain Delon, dem französischen Schauspieler, der unheimlich gut aussieht. Also in der Frauenwelt. Ja, und dann gucken wir doch erstmal, ob wir dann irgendwo den da hinten, ganz da hinten an so einer Mauer, an so einem, nee, an der Mauer, an so einem Felsen, an so einer Felswand, da dürfte dann der Spike stehen. Also bis nachher. Ja, und Panther versperren mir auch wieder diesen Weg hier. Zwei Stück, die ich wohl vergessen habe, in den letzten Folgen total zu töten und zu eliminieren. Wollen wir mal gucken, ob er das halt eben ohne großen Schaden. Ja, zwei Prankenhiebe hat er mir gegeben. Drei. Nee, zwei. Bis jetzt. Okay. Okay, aber ich meine, der Pete müsste irgendwo hier in der Nähe, Spike, der Spigge. Wieso hast du mich getroffen? Du warst doch so weit weg. Da haben die Teleskoppranken oder was? Junge, Junge, Junge. Okay, gucken wir uns mal, wo war denn Spike? Spikey finden, der müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Das ist der doch, oder? Ich hab so Angst. Da ist er. Da ist Spike. Ich speichere nochmal ab. Ich weiß jetzt, wo die Nomaden stecken. Ich weiß jetzt, wo die Nomaden stecken. Sehr gut. Wie wollen wir es jetzt machen? Soll ich direkt mit oder bringst du erst die anderen zu mir? Weiß ich noch nicht. Na gut. Sag einfach Bescheid, wann es losgehen soll. Hauptsache, wir kommen dort an. Der Weg durch die Oase ist sehr gefährlich. Ja, das wissen wir. Aber zuerst mal gucken wir ins Logbuch. Rettung der Sklaven. Spike ist bereit, mit mir den Nomaden zu folgen. Also zu den Nomaden. Entweder nehme ich ihn direkt mit oder hole erst die anderen Sklaven. Ist eigentlich egal, wie ich es mache. Ich muss nur aufpassen, dass keiner stirbt. Der Weg ist ziemlich gefährlich. Ja, deswegen würde ich sagen, werden sie erstmal alle sammeln und dann alle zusammen dahin bringen. So, wo stecken bloß die anderen? Also zwei waren irgendwo immer hier. Der Spike und einer war dabei, der wollte ja partout nicht mit. Er hat sich so ein bisschen gesträubt. Dann gucken wir mal, scouten wir mal hier. Irgendwo stand hier auch also mittendrin einer. Das war doch der, ja, Wilbert, genau. Das ist doch derjenige, der sich so gesträubt hat. Schau mal, Wilbert. Komm mit. Komm mit. Ich bringe dich zu den Nomaden. Ja. Alles klar. Ich vertraue dir.
Das ging fix. Okay. Kommt Wilbert dann mit? Er kommt mit. Ja, super. Wunderbar. Ah, okay. Das ist gut. So. Dann muss ich nachher nochmal im Logbuch gucken, wie viel es denn insgesamt war. Moment, einer ist ja tot. Einer ist tot. Da konnte ich aber Gasparino nichts, ne? Für einen toten Sklaven gibt es natürlich kein Geld. So, ich bring dir mal Wilbert. Guter alter Kumpel von dir. Eine Gemeinsamkeit habt ihr, seid alle oben ohne. So, komm mit. Ende. Nee, das ist das. Okay, dann müsste ich ihm sagen, bleib mal hier stehen. Nein. Hä? Was jetzt? Ich will doch nicht, dass er... Hä? Also ich wollte erstmal, dass die da sich sammeln. Jetzt irgendwas falsch gemacht? Rettung der Sklaven. Egal wie ich es mache, ich muss nur aufpassen, dass keiner stirbt. Der Weg ist ziemlich gefährlich. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt Wilbert mitschleppen muss, weil es keine Option gibt, so vorhin bleibt man hier bei Spike stehen, dann muss ich den jetzt mitschleppen? Um noch Pete zu holen? War doch Pete, der noch mit muss, ne? Guck nochmal sicherheitshalber nach. Okay, erstmal bleiben wir hier stehen. So, ich habe ja noch einen zweiten Eintrag gesucht. Und zwar habe ich den gefunden unter gescheiterte Mission. Geflohene Sklaven. Pete hat mir nun endlich verraten, wo sich die Nomaden befinden, hinter der großen Oase. Das kennen wir. Warum ist das jetzt kaputt? Warum ist das jetzt kaputt? So, ich habe nochmal einen Schnitt gemacht, beziehungsweise nochmal geguckt, warum das so ist. Es gibt immer ja zwei Einträge. Einmal aktuelle Mission, Rettung der Sklaven und gescheitert, geflohene Sklave. Das war die Geschichte mit Gasparino, richtig, ja. So wie ich das interpretiere, ist das jetzt wahrscheinlich die gescheiterte Quest, die es gilt, wenn ich die Sklaven an Gasparino übergebe. So, jetzt komm mal mit. Ich glaube, ich ziehe den Ring mal aus. Dann muss ich nicht immer anhalten und gucken und überhaupt. So. Komm mal mit. Das dauert natürlich ein bisschen jetzt, deswegen werde ich das Ganze mal überspringen. Entweder gleich zu den Nomaden da hin. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Wo denn? Was willst du? Ach du Scheiße, da darf keiner sterben. Oh Mist. Wo siehst du was? Hä? Wilbert, wo willst du hin? Jetzt habe ich natürlich keinen... Oh nee. Der hat Röntgenaugen, der sieht irgendwas, was hier im Tempel ist. Wilbert, lass das mal. Wir brauchen sowas nicht. Wir wollen dich... Anhalten. Nee, er reagiert nicht. Er läuft hier hin und her. Was nun? Verstehe ich nicht. Okay, one more time. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt irgendwie Glück. Weil der eine bleibt dann noch stehen. So, das heißt also, ich gehe nicht an diesem Ding vorbei. An diesem Tempel, sondern erstmal hier in die Richtung Sklavenjäger großen Bogen machen. Da wären die ja, nicht wahr? Da sollten sie jetzt jedenfalls sein. So, was ist denn das hier eigentlich? Wilbert, wo bist denn du jetzt gelandet? Das Ding kenne ich gar nicht. Aha! So, kannst du jetzt auch eigenständig da wieder rauskommen? Wunderbar. So. Das wird ein bisschen diffizil hier mit sich folgenden NPCs. Also wie schon gesagt, ich bin jetzt erstmal mit Wilbert gezwungenermaßen auf dem Weg zu Pete hin. Und wenn ich das geschafft haben sollte, dann melde ich mich wieder. Ich hoffe, dass das in 1 gut durchgeht.
Also bis später. Sup, sup, sup. Jetzt sind wir mit Wilbert hier. Okay, wir sind ganz cool durchgekommen. Okay. So, mal gucken, wo wir Pete treffen. Der dürfte wohl jetzt nicht mehr schlafen. Was, bist du nicht über den Tampen gestolpert vom Zelt? Wir haben ein eifriger... Ja, das sind die Nomid-Nomaden gewesen. Ach, jetzt muss ich wieder ganz außen rum. Wilbert, bist noch da? Er ist noch da. So, hier noch ein Kiwe hier. Kiwe. Auweia. Hoffentlich der Gasparino nicht irgendwie... Ah, ich muss mal speichern. Nicht, dass Gasparino irgendwie sagt, hey, wieso bringst du mir einen Sklaven hierher? Gucken. Dürfte aber auch gucken, ob er doof ist. Hey. Okay, der hat keine Gesprächsoption, weil ja diese Quest ja als gescheitert gilt. Spät haben wir es. 11.14 Uhr. Ich gehe erstmal davon aus, dass Pete irgendwo hier ist. Als Pete. Was willst du denn hier? Bist du hier mein Anstandswauwau oder was? So, Pete. Hey. Mhm. War der Meinung, es wäre Pete gewesen. Ja, das ist wieder. Gucken, gibt es denn hier noch einen? Hier gibt es einen Aufseher vor der Tür, ne? Ja. Ja, nö. Welcher dritte Sklave ist denn da jetzt noch zu holen? Muss ich nochmal ins Logbuch gucken. Pete, hey du. Nochmal fragen. Nee, Stückchen Erz klauen, nein. Muss ich nochmal gucken. Nicht mal durchwursteln. Vielleicht ist mir auch nur der dritte benannte Sklave entfallen. Und da steht es. Ja und klar, ich habe einen Denkfehler gemacht. Und zwar hier bei der gescheiterten Quest. Quest heißen sie Morris, Clark, Spike und Wilbert. toll. Meine Gedanken. Wieder ganz woanders. Also, Morris ist ja tot. Genau, steht ja auch. Hat der Gasparino erzählt. Morris ist der getötete Sklave. Und jetzt müssen wir Clark suchen. Das heißt wieder zurück. Na, das werden wir später sehen. Also, bis später. Haha, ich bin natürlich nicht zurückgelaufen. Ich habe einfach einen früheren Speicherstand eben wieder reingeholt. Und jetzt gucken wir mal. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich den Clark gefunden habe. Geh nochmal dahin. Also da, wo Spike ist. Vielleicht habe ich da auch irgendwie was übersehen. Also wie schon gesagt, Clarky wird jetzt gesucht. Ja, weit und breit kein Clark mehr zu sehen. Ich stehe jetzt hier vor der Höhle mit den Sklavenjägern. Auweia. Ich weiß nicht mehr, wo der Clark sitzt. Ja, dann gehe ich mal das Risiko ein, dass ich da mal an denen vorbeigehe. Ich habe vorher abgespeichert. Vielleicht ist ja Clark irgendwie hier unten. Nein. Hey, du willst doch nicht hier an uns vorbei, oder? Doch, wollte ich. Was dagegen? Das kannst du vergessen. Hier geht es für dich nicht weiter. Solange wir nicht die entflohenen Sklaven wieder haben, kommt hier niemand durch. Aha. Hast du das gehört, Wilbert? Was machen wir denn jetzt? Oh, war ja. Ja, nach einer kurzen Stärkung werde ich mir doch mal irgendwie erlauben, die beiden umzunieten. Weg mit der Wolke. Ich versuche es mal im Schnelldurchlauf, beziehungsweise... Nicht schlecht. Wo ist denn der andere jetzt? Ach, ich bin auch schon kaputt. Klar? Lass dir das an der Lehre. Ja, gegen diese beiden bin ich nicht angekommen, deswegen werden wir uns mal ein bisschen Abstand verschaffen und mal erstmal so ein bisschen anteasern mit einem Pfeil und Bogen, aber erstmal gucken, welche Munition wir denn anlegen können. Hier bist du. Was habe ich denn hier? 21 Giftpfeile, dann versuche ich das damit mal. Das ist ja der beste Pfeil momentan ist. Gucken, wie viel der wegnimmt. Mein Gott, ein Kampf.
Oh, der andere hat ja auch Bogen. Oh, ho, ho, ho. Ja, Wilbert, wir machen jetzt einen Kampf hier. Okay. Ja, Sklavenjägerchen. Genau, holen wir die Sachen da schön mal ab. Ja, und springen nochmal drüber, damit wir hier eine andere Perspektive bekommen. Speichern mal ab. Und schauen dann mal uns nach dem zweiten Sklavenjäger. Er steht da so rum. Okay. Mein Waffe. Gott, ein Kampf. Waffe ziehen. Sklavenjäger. Oh, der hat mich ja sehr gut getroffen. Und jetzt auch. Ich muss erst die starke Schildpower. Die hat mich abgestochen. Das geht nicht. In der Aufregung habe ich natürlich vergessen, ihn hier nochmal irgendwie. Schädigter Rundschild, okay. Der ist ja nur bewusstlos. Mal gucken, nicht was passiert, plündern. Wenn er dann erwacht. Warte mal, da kann ich ja mal eben ganz schnell noch ein Getränk zu versuchen. Okay, Achtung, jetzt ist er erwacht. Der trinkt auch was. Sagst du was? Nein, er sagt nichts. Warte mal. Mit miesen Schlägern rede ich nicht. Okay, wo willst du jetzt drauf los? Also er will auf die Mauer. Und das war's dann. Ja, sicherheitshalber nochmal einen Geschwindigkeitsring anziehen. Beziehungsweise ab und an. Und dann den anderen Sklavenjäger mal ganz schnell richtig. Gott, da ist er. Da ist er. Der ist ein bisschen stärker. Der ist ein bisschen stärker. Was willst du jetzt noch da hinten? Der will mir auch an den Kragen. Nicht schlecht. Okay. So, ich würde mal sagen. Ja, ich weiß, sorry. Nein! Okay, und was ist mit dir? Denn ich muss sie echt abmurkseln. Oh! Es ist mir so. Das ist ein bisschen so zuwider irgendwie. Nein! Das ist meine erste Abmurkserei hier. Oh, Scheiße. Okay. Dann müssen wir noch was trinken und abspeichern. So, jetzt habe ich mich ein bisschen gestärkt. Wilbur ist noch hier. Es geht ja um Clark. Den muss ich noch finden. Bloß, wo ist der? Also, wenn ich ihn gefunden habe, schalte ich mich wieder ein. Und dann geht's. Dann muss ich ja den anderen wieder ansprechen, damit er mitkommt. Nachher ist er hier irgendwie der Clark auf dem Wege. Und dann darf ich wieder zurückgehen. Na gut, okay, dann haben wir am Weg zu viel gemacht. Ja, Schande auf mein Haupt oder Asche auf mein Haupt. Clark ist ja gar nicht hier in der Wüste. Der ist nämlich, so wie ich das hier in der Komplettlösung gelesen habe, in der Steinhaus, beim Steinhaus, Moment mal. In dem Steinhaus, in dem Steinhaus, wo ist die Zeile? In den Clark, ja, hier. Clark in dem Steinhaus, bei den Felsen, in der Stadt, in der Nähe des Stadttores von Uga. Ja, okidoki. Dann wollen wir da wieder aber hin, ne? Konsequenterweise bin ich natürlich wieder zurückgelatscht. Hier, wo die Sklavenjägerwachen waren. Und jetzt gilt es nur noch, den Spike mitzunehmen nach Uga. Gucken wir mal. Der ist aber hier nicht. Der ist ja in dieser Richtung. Okay, ist dann. So, und jetzt ist es für mich auch natürlich schlüssig, warum man hier keine Haltefunktion gemacht hat. Ich bringe dich zu den Nomaden. Alles klar. Weil ich erstmal die beiden mit nach Uga schleppen muss, um da dann halt eben den Herrn Clark zu holen. Also, das werden wir dann gleich sehen. Das dürfte das Steinhaus beim Stadttor von Uga sein. Richtig. Mein Gott, da habe ich vielleicht mal einmal reingeguckt. Und wie ich eben erwähnt habe, genau, da ist Clark schon. Nutze ich natürlich die Komplettlösung nur in den Fällen, wenn ich absolut nicht mehr weiter weiß. So, komm mit. Mehr gibt's da nicht. Komm mit. Ich bringe dich zu den Nomaden. Alles klar. Ich vertraue dir. So, jetzt müssen wir uns natürlich noch ein Wehchen ausbaldowern. Nee, da gehen wir nicht runter. Ich weiß nicht mehr, was da unten war. Ein Wehchen ausbaldowern, weil es war auch eine Komplettlösung, die ich gleich wieder schließen werde. Schön oft abspeichern, immer wieder nach hinten gucken und weil die können nämlich irgendwie auf Abwägen sein.
So, jetzt erstmal überhaupt von der Oase runtergehen, damit wir dann da in die richtige Richtung kommen. Gibt's einen steilen Weg? Ach, da gibt's auch noch einen steiler Zahn. Beziehungsweise ein steiles Schattenläuferhorn. So, gucken erstmal hier. Okay. Also ich war hier schon mal. So, ihr könnt euch erstmal ausruhen, nachdem ich den Schattenläufer. Na, ich weiß nicht, ob die mitkämpfen. Oh, hä. Speichern. So, erstmal orientieren, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Muss ja, ja, also da hinten zwischen Billard, ja, super, klasse. Also da hinten in die Ecke, genau gegenüber in die Ecke rein, oben rechts. Ja, ist das hier der steile Weg? Das ist ein steiler Weg, ja, ich weiß. Ich habe in der Komplettlösung geguckt, dass man da einen steilen Weg suchen muss. Gut, okay, aber dann finden wir ja sowieso, ach, die Pens, ja, Mist. Ach, die machen mit. Ach, du liebes Bisschen, machen die mit. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. War alles okay? Die machen mit, ey. Ach, wie solidarisch. Okay, erstmal weg von der Klippe hier. Und hier runter. Immer schön an der Wand lang, wie die Mäuse. Liegen da Feuerpfeile? Wo kommen die denn jetzt her? Okay, jetzt sind wir wieder ganz in einer anderen Richtung. Speichern. Sodele, ich muss, glaube ich, ja, auf das nächste Plateau. Nennt sich hier Plateau, denke ich mal, ne? Aber da geht er wieder in die andere Richtung. Oh, da ist ja eine Höhle mitten in der Höhle. ja. Also ich melde mich wieder, wenn ich irgendwie weitergekommen bin. Sonst wird das hier eine Irrfahrt. Oder ein Irrlauf. Zwischenfazit. Ich bin jetzt auf dem Plateau. Und hier gibt es eine Höhle. Muss ich jetzt hier... Ich kann mir das nicht mehr... nachvollziehen. Ich kann mir das nicht mehr so nachvollziehen. Mal gucken, speichern. Entweder hier durch oder... Moment mal. Wo, in welche... Ich muss jetzt mal gucken, wo ich mich befinde. So. Also müsste ich hier durch. Okay, ich müsste hier weiter lang. Immer auf die Karte gucken und... hoffentlich bin ich richtig. Schalt mich wieder ein. So, kleine Zwischenetappe. Wir befinden uns vor einer Steinbrücke. Das ist natürlich immer sehr, sehr hakelig. Jetzt werden wir mal ein bisschen rückwärts gehen. Los. Mal gucken, ob die auch alle wirklich schön folgen und nicht irgendwie von der Brücke springen. Ah, ich glaube, das kriegen die wohl ganz gut hin. So geradeaus bleiben. Oh, wir haben es geschafft. Wunderbar. Alle noch vollzählig. Und hier ist ein Wegweiser. Genau, zum Beliaturm. Da müssen wir also hier hoch. Leute, kommt mal, folgt mir. Und springt bitte nicht runter. So, immer schön umdrehen. Tja, das heißt also bis zum Beliaturm. Und dann um den Beliaturm herum, dass wir da hinten auf die Nomaden-Geschichten kommen. Also auf das eine Nomadencamp zu Haram. Ach du liebes Bisschen. Gerade hier hochgekommen. Und was sehen wir? Da steht wieder ein Wüstengolem. Oder Wüstensteingolem. Das heißt also, ich muss mich auf alle Fälle wieder mal umziehen. Dem Wüstensteingolem mal eben kurz zerkleinern. Dann machen wir das mal. Ohne natürlich meine Leute zu gefährden, die auch noch mitmachen. Nicht Wilbert hauen! Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, der Wüstensteingolem ist erledigt. So, dann geht's hier weiter. So, mal gucken, ob noch mehr kommen. Immer schön am Rand. Nicht, dass mir da wieder einer zur Seite springt.
mit mich offenbar passiert. Aber wir sind ja gewarnt worden. So, am besten ich ziehe mich mal wieder um. Und zwar nehme ich mal, was nehme ich denn mal? Nee, nicht die Nomaden. Okay, dann nehmen wir die wieder. Und falls es zum Kampf kommen sollte, das Ding. Okay. Nein, oh, warum habe ich mich denn jetzt... Sind die jetzt neu gespawnt oder was? Menno. Also nochmal das Ganze. Zack und Knüppel aus dem Sack. Hier ist er. Speichern. Okay, weiter geht's. Ihr folgt mir dicht hinter mir. So. Gut. Ja, klar, Geschwindigkeitsbringer. Dass sie sich so nah dran trauen an ihm. Nein, nicht auf den Spike hauen. Nicht auf den Wilbert. Ich will den Wüstenhainz haben. Okay, oh Gott. Seid ihr noch alle okay? Okay, alles gut. Die sind noch... Wow, die sind noch gut drauf. So, jetzt haut doch mal... Oh, jetzt haben wir was. So, gibt es hier noch irgendwo einen? Kommt mal alle geschlossen wieder hoch. So, wenn jetzt alles gut ist, dann kann ich ja weiter. Ich hoffe, dass hier nicht nochmal irgendwelche Steingolems kommen. Und dann melde ich mich dann, bis ich endlich mit den dreien den Belia-Turm erreicht habe. Wenn nicht noch was dazwischen kommt. Nach Uga zum Belia-Turm. Also hier weiter. Ja, hier ist eine Tür eingelassen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wobei ich mich frage, hier bin ich noch nie gewesen. Jedenfalls deucht mir das nicht bekannt. So, dann werden wir mal weiterziehen, bis wir endlich mal oben ankommen. So, wie kann es auch anders sein, dass irgendwie hier noch irgendwas auf mich zukommt? Und zwar hier greifen. Na. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Lass mich doch mal alleine machen. Trefft doch den Greifen. Viel weniger. Okay. Also das ist jetzt, die sich da so einmischen, das ist ein Unding, ist das. So, seid ihr denn alle noch? Ja, okay. Ihr seid noch ein bisschen. Aber mich hat's ziemlich erwischt. Mann, oh Mann. Guck ich mal, ob noch welche hier. Ja, natürlich. Logisch. Ach. So, gehen wir ein bisschen näher dran. Diesen Drecksviechern. Ein Mist, viel weniger. Okay. Ja, ihr habt recht, ein Mist viel weniger. Da ist nicht zu holen. So. Da hinten wahrscheinlich auch wieder ein Greif, ne? Nein, das war was anderes. Okay. Das dürfte es erstmal gewesen sein hier für das Plateau. Mal gucken, vielleicht kommen wir jetzt endlich ungehindert zum Belia-Turm. So Leute, da wären wir. Hier ist der Belia-Turm. Gehen wir erstmal schön. Was? Dachte ich, hätte was gehört. Dann gehen wir mal schön außen rum zu den Nomaden. Ne? Und gucken, ob wir das alles packen. Moment. Auch das noch. Ja. Da stehen auch noch Trolle rum. Und zwar richtig große Trolle. Da habe ich keinen Bock, die meine Leute hier zu gefährden. Dann gehen wir erstmal hier rum. Jetzt muss ich gucken, ob wir von links oder von rechts rum. Ich glaube, wenn wir da hinten links rum, wie ich das erste Mal gemacht habe, rumgehe, dann dürfte es klappen. Ja, genau da, wo die ulkigen Ruinchen sind. So. Dann schalte ich mich dann wieder ein, wenn es heißt, Auftrag erfüllt. Ja, Leute, hier ist eure Freiheit. Ich habe mich natürlich auch umgezogen. Weil das ja auch Nomaden sind. So, das, ja, genau, richtig, damit ich nicht gleich angefallen werde. Und dann wollen wir uns mal hier den Stammesführer oder den Sippesführer mal uns angucken, ob er da irgendwie da hier herumkreucht und fleucht. Da ist Haram. So, jetzt kommt mal alle an zu Haram. Dann kann ich nämlich
mich glücklich schätzen, diese Quest gemacht zu haben. Aram, ich habe hier einen entflohenen Sklaven Nummer 1. Ich habe hier einen entflohenen Sklaven. Gut, wir werden uns um ihn kümmern. Sehr gut. Er kann sich in unserem Lager erstmal ausruhen. Genau, nach dieser Rennerei. So, Nummer 2. Ich habe hier einen entflohenen Sklaven. Gut, wir werden uns um ihn kümmern. Okay. Und dann nochmal. Ich habe hier einen entflohenen Sklaven. Gut, ja. Wir werden... Ah, genau, richtig. Und was hast du sonst noch? Und Haram, wie sieht es aus? Ruhig. Vielleicht ja, okay. In der Wüste. Genau, richtig. Kennen wir nochmal. Haram nochmal ansprechen. Schauen wir mal. Ich danke dir, dass du dir die Mühe gemacht hast, das Leben und die Freiheit anderer zu schützen. Sowas ist nicht selbstverständlich. Adonis möge dich dafür segnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sklaven. Ihr seid endlich in der Freiheit. Und ich entlasse euch auch von dieser Folge in die Freiheit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen. Wir sehen uns. Ciao.